Hallo. Hallo zusammen und guten Tag. Ja, die Heike steht in unserer Küche, ja, die uns zeitweise auch ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil ja jeder oder fast jeder Wohnmobilfahrer, der nicht gerade so eine Eigentumswohnung mit sich rumfährt, kennt das Thema, dass man ja schon auch mal gerne lecker und gut in der Küche kochen möchte, aber die Platzverhältnisse beengt sind. Und in diesem Video möchten wir euch zeigen, dass es im Rahmen der Möglichkeiten auch ein paar sinnvolle Lösungen dafür gibt. Ja, man kocht hinterher doch, gerade wenn man Reisender ist, mehr innen drin, als man vorher gedacht hat. Am Anfang denkt man auch, es ist schönes Wetter und man kocht draußen, aber man macht dann doch mehr drinnen als vorher geplant. Und so unterwegs haben wir halt sehr nette Leute kennengelernt, die auch Sunlight-Fahrer sind. Und er ist ein super Bastler und die haben uns ihre schöne Ablage gezeigt. Und das bringt für uns einen riesen Raumgewinn. Nicht nur, dass man da so leckere Cocktails draufstellen kann, die Heike eben noch dekorativ gemixt hat. Übrigens antialkoholisch, gell? Ja, genau, ist antialkoholisch. Sieht gefährlicher aus, als es ist. So, und was man da machen kann oder was wir gerne machen, wir sagen es mal gerade zwischendurch, alkoholfreien Sekt. Alkoholfreien Sekt und dann Monin. Da gibt es einen Monin Bitter, das schmeckt wie Campari. Und wenn der Thomas, der große Campari-Trinker ist, nicht weiß, was er jetzt genau drin hat, dann merkt er gar nicht, ob er jetzt echt einen Campari hat oder dieses Monin. Und schaut euch mal diese tolle Ablage an. Unser Freund, Bekannter, hat, wie gesagt, das Ganze auch so gemacht, dass das abends schön leuchtet. Ist fast eine romantische Beleuchtung. Wenn es dunkel ist, Heike, mach mal dunkel. Sieht man es auch noch ein bisschen besser. Aber das ist natürlich so eine dekorative Angelegenheit. Aber das Tolle ist eben, dass man da jetzt viel abstellen kann. Genau, man hat eine richtig super zusätzliche Ablage und noch die Möglichkeit, er hat hier von IKEA diese Becherchen und diese Haken da dran gemacht. Also man kann also jetzt auch noch sein Putzmittel dranhängen. Ich habe noch unsere Getränkebecher dran. Also man hat wirklich Platz gewonnen. Und wenn man unterwegs ist, kann man diese rutschfeste Ablage drauflegen und dann kann man die Sachen, damit die nicht runterfliegen, während der Fahrt oben drauf stellen und es klappt wirklich. Also wenn wir sind ja die ganzen Kurven der Küstenstraße gefahren, es ist nichts runtergefallen. Ja, das stimmt. Also das war ein guter Härtetest. Hier innen drin hat man von der Bora nicht so viel mitbekommen, aber wir sind durch die Kurven gefahren und konnten das Teil hier stehen lassen. Ja. Und es lässt sich auch ganz einfach abmontieren. Das ist gar keine Arbeit. Das ist hier so eine U-Form und er hat das quasi schon vorher angefertigt und hat das einfach glatsch so draufgesetzt und das hat gehalten. Ne? Also das ist schon top. Wir haben, als wir angereist sind, vorher schon hier diese Kopfstützen, die Heike gerade zeigt. Die nicht mehr da sind. Die haben wir zu Hause gelassen, weil wir gedacht haben, da baut der quasi so Aluminiumteile oder Edelstahlteile rein und dann muss man die rausnehmen, braucht man aber gar nicht. Man hätte die Kopfstützen anschließend wieder drauf tun können, aber wir brauchen die sowieso nicht, wir sind ja eh nur zu zweit und ich habe dann lieber, wenn wir dann am Platz sind, hier noch eine zusätzliche Abstellfläche. Ja, und vielleicht sagen wir trotzdem auch noch mal was zu diesen Papiertüchern. Wir hatten da vorher, das gehört auch zur Platzersparnis, wir hatten vorher einfach immer irgendwo im Aldi oder Lidl diese Küchenrollen geholt. Und da gibt es, ob das jetzt bei IKEA ist oder du hast das, glaube ich, bei Action gekauft, da sind diese kleinen Kisten. Und dann sind wir hingegangen und haben diese Papiertücher gekauft. Die gibt es im 5er, 6er, 8er Pack, zum Beispiel auch in der Metro. Ihr kennt die, das sind diese Papierabtrockentücher, wenn man irgendwo auf eine Toilette geht und zieht sich die. Und das ist eine totale Platzersparnis. Die stellen wir, beziehungsweise legen die einfach in dieses Körbchen rein. Das passt wie die Faust aufs Auge da rein. Und ich brauche nicht mehr so viel in die Heckgarage reinzupacken. Also das ist auch eine feine Angelegenheit. Ja. Okay.
Was natürlich, ihr wisst ja, ihr kennt das alle, normalerweise habt ihr ja hier diese Glasplatte und diese Glasplatte. Bevor er uns hier diese schöne Regal gebaut hatte, hatte ich diese Glasplatte über dem Spülbecken schon weggemacht, weil ich sie ständig nur lästig fand. Vor allen Dingen gibt es ja auch immer dieses Problem mit dem Wasserhahn, wo man kommt mit der Glasplatte irgendwo dran und schon hat man, läuft einem das Wasser runter, raus und man hat eine fette Überschwemmung. Er hat uns hier jetzt auch noch so eine kleine Platte gemacht, die man dann wegmachen kann. Dann hat man wieder das Waschbecken frei und die man als Arbeitsplatte benutzen kann, statt dieser Glasplatte, die vorher da war. Und ich habe mir auch die Glasplatte vom Herd weggemacht, weil ich fand sie auch störend. Wir sind ja halt ständig hier und dreimal am Tag diese Glasplatte hoch und runter zu räumen, war ja mir lästig. Es ist ja eigentlich Quatsch. Ich weiß nicht, also vielleicht hat es einen Sinn, den wir noch nicht kennen. Weil wenn man die Glasplatte benutzt, dann hat man sie ja gerne als Ablage. Und wenn man kocht, dann braucht man das Feld da wieder. Deshalb eigentlich nicht so wirklich stolz. Ja, und wenn ich hier das tatsächlich noch mal brauche, ich habe ein großes Schneidbrett, dann lege ich das da drauf und gut ist. Und auch wenn ich spüle, lege ich dann halt einfach hier so ein Spülunterlage hin und dann fängt das auch das Wasser ab. Also wir brauchen es nicht, aber das hat da seine andere Art und Weise da mit umzugehen. Okay, und dieses Teil, was du auf das Waschbecken drauflegst, da hat er uns da auch irgendwas gebastelt. Ja, dafür. Genau, das habe ich ja eben gesagt. Er hat uns so ein Brett gebastelt. Ja. Er sagt, das ist ein Prototyp, weil natürlich, wenn du das als Ablage benutzt, kommst du natürlich wieder nicht ans Wasser dran. Ja. Deswegen will er jetzt noch was entwickeln, wo man das teilt, dass man halt trotzdem man das klappt. Genau. Ja, das ist natürlich eine gute Geschichte. Übrigens so zwischendurch für euch, wenn ihr euch dafür interessiert, dass der euch auch sowas macht, der ist also nicht abgeneigt und ist da auch sehr hilfsbereit, schickt mir einfach eine Nachricht oder so, dann werde ich mich darum kümmern und werde also auch den Kontakt dann herstellen. Ne? Ja, und was wir jetzt noch verändert haben, die uns diese Ablage gemacht haben, haben hier nur eine Tür und haben uns dann gezeigt, dass sie hier dieses Schubfach da drin haben. Die haben dann aber nur ein Schubfach, weil sie unten noch Sachen hinstellen wollten, aber ich fand das jetzt besser, ein zweites Schubfach unten zu haben und wir haben uns auch noch ein zweites Schubfach machen lassen. Dafür musste aber der Mülleimer weichen, was auch nicht schlimm ist. Da haben wir auch noch eine andere Lösung für gefunden. Jedenfalls, ihr seht das, man bekommt in diese beiden Schubfächer jetzt unheimlich viel rein. Und weil ich zwei linke Hände habe, haben wir uns das einbauen lassen. Ist natürlich heftig, so zwei Schienen da an den Seiten befestigen, 110 Euro, also quasi eine Stunde Arbeit. Ist eben so, aber ich glaube, die meisten die von euch, die so ein bisschen ein handwerkliches Geschick haben, die können sich das, wenn auch, selbst einbauen. Ja, ne? Und ich muss nicht mehr hinten unten drunter krabbeln, wenn ich da was rausholen möchte. Ja, genau. Ah ja, und den Mülleimer, den haben wir einfach hier an die Tür gemacht, wie das bei vielen anderen Wohnmobilen auch ist. Ne? Das habe ich sogar in einer großen Einzelleistung selbst gemacht. Da konnte ich zwei Schrauben da in die Tür rein. Das hält sogar, ne? Das hält prima. Ja. Siehst du, und ich hatte heute Morgen so schön den Mülleimer schon leer gemacht, um das zu zeigen. Und jetzt ist er wieder voll. Ja, macht ja nichts. Gut. Ja. So, und dann noch eine Sache, also was wir total praktisch finden, ist tatsächlich den Sodastream mitzunehmen. Ich habe jetzt zum Thomas schon mal auch gesagt, wir haben ja ganz, ganz wenig Plastikflaschenabfall jetzt dadurch nur noch. Dadurch, dass wir ja auch noch diesen Alpfilter haben, machen wir uns unser Wasser selber und haben also immer Mineralwasser, verbrauchen damit weniger Platz und auch der Umwelt tun wir wirklich was Gutes, wenn man nämlich sieht, wie viele Plastikflaschen sonst überall in der Welt rumfliegen. Das stimmt. Also wir haben sonst in der Heckgarage auch immer jede Menge Wasser mit uns rumgeschleppt und diese ganzen Flaschen. Ja. Das hat sich jetzt komplett erledigt, dadurch, dass wir diese Investition gemacht haben für den Sodastream. Und das ist schon eine wirklich super praktische Angelegenheit. Ich mache auch noch mal ein Video und hatte ja schon eins gemacht über diese Alpfilter. Da wir aber jetzt auch nach Albanien und Montenegro fahren und dann nicht mehr so sicher sind, ob das Wasser nicht manchmal auch bakterientechnisch belastet sein kann, haben wir das System jetzt erweitert. Ich mache noch mal ein extra Video dazu, passt natürlich jetzt in das Gesamtsystem rein, aber wenn man dann so einen Alpfilter hat, man kann, hier in Europa ist es wahrscheinlich eher bei den meisten Ländern unproblematisch, aber
Ja, so ein Alpfilter, der holt zumindest, das haben wir ja gesehen, die ganzen Geruchsstoffe daraus oder Schwebestoffe und sowas. Also wir können, ja, genau. Ja, auf vielen Campingplätzen, ja. Gerade in Spanien und Portugal hat es nach Chlor gerochen und dann haben wir diesen Filter genommen und dann war das einwandfrei, dann haben wir das auch als Trinkwasser genutzt. Ja. Ne? Vielleicht sagst du auch noch was da oben, da hängen so komische UFOs an der Wand. Ja, das ist, ich habe das hier so, diese Magnetplatte mit diesen Gewürzen, habe ich mir dahin montiert. Man kann die Gewürze dann auch mal hier unten an den Herd dran machen und habe mir halt das Messerbrett dahin getan, damit die Schublade nicht zu voll wird. Ja, also es hängt eben auch einiges dann an den Wänden rum und das ist auch nochmal eine ganz gute Platzersparnis. Gerade mit den Gewürzen ist es praktisch. Ja. Wie hast du das da angeklebt? Das sind 3M, das ist bei dieser im Lieferumfang dabei. Das sind so 3M-Aufklebe-Buttons auf der Rückseite und der Rest ist einfach magnetisch. Mhm. Gut, also ja, in dieser Gesamtkonstellation mit den Sachen, die man hier also aufhängt und vor allen Dingen hier, das ist natürlich klar, da kann man dann auch mal die Töpfe draufstellen und andere Sachen. Das ist eine richtig geile Lösung mit diesem Zusatzregal, das der Dietmar uns da gebaut hat. Das finde ich schon wirklich richtig cool. Die Schiebefächer unten und die anderen Sachen, da macht Kochen auch schon auch wieder ein Stückchen mehr Spaß. Ja. Und klar, wir haben natürlich auch einen Grill dabei und andere Kochmöglichkeiten. Wir gehen auch gelegentlich natürlich raus oder nutzen das als Ergänzung. Ja. Wieso lachst du hier? Nee. Wie meinst du, wir gehen raus? Natürlich kochen wir auch draußen. Ja. Aber wenn wir jetzt halt gerade mal so unterwegs sind und nur einen Tag irgendwo sind, dann kochst du halt drin. Ne? Ja. Okay, ich hoffe, da war die eine oder andere Anregung dabei und Heike hofft, dass er erst recht. Ja. Dass das so ist. Und wir stoßen jetzt mal an mit dem alkoholfreien Gesöff und trinken Prost. Auf euch, dass ihr möglichst bald demnächst noch stressfreier in der Wohnmobilküche kocht. Alles Gute, bis dann. Alles Gute, ciao, tschüss. Ciao.